Gab ja das schöne neue DLC. Da wir jetzt Fugitive mit Akimbo und ein bisschen Geist und bisschen Vollstrecker, ein bisschen Mastermind. Also alles ein bisschen. Ja, aber halt Fugitive und Geist am weitesten. Du wolltest Bilder machen, ne? Shadow Ray, Quatsch, ja, genau. Wie heißt der da noch? Art Gallery. Nee, vom Elefanten. Framing Frame, Bilderrahmen. Was hole ich mir denn jetzt hier für einen Scheiß, ey? Profi oder nicht Profi? Boah, von mir aus ein Profi. Jonas, hast du immer noch das Sniper? Ja. Ich hole mir das jetzt einfach hier. So. Soll ich mir eigentlich für Sniper? Eigentlich könnte ich mir ja schon ein paar Sachen holen. Gucke gerade. Bringt es was, sich aufs Snipern extra das Visier drauf zu packen? Boah, schon ewig her, dass ich mal Sniper gespielt habe. Ich weiß gar nicht, wie da das Visier ist, das Standardvisier. Ob das einen relativ nahen Zoom hat oder nicht. Aber eigentlich muss man ja nicht so viel zoomen bei Payday 2. Deswegen kommt man eigentlich auch relativ gut ohne aus, glaube ich. Aber ich mache einen langen Lauf dran, oder? Was bringt ein Denk langer plus Lauf? 7 Genauigkeit, Ja, plus sollte 7 Genauigkeit mit schon. minus 2. Kann nicht Volle schaden, ja. Tarnung. Weiß ich auch nicht. Wisst ihr, was ein Winkelvisier bringt? Nicht genau, ne. Könnte eigentlich einfach nur irgendein besonderes Visier sein. Nee, es ist ja noch nicht nur unter Visier, sondern unter Gadget. Ich habe Aber was keine muss eigentlich Ahnung. dabei stehen? Steht denn da dazu? Es steht Winkelvisier. Und ein Ausschalten durch Druck auf Buch und ansonsten keine Verbesserung. Dann ist das was ähnliches wie halt der militärisches Lasermodul und so weiter. Aber was genau? Bringt einfach nur ein bisschen Stabilität, ne? Nee, 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 gar gar nichts. nicht. Gar nicht. Das ist dann halt irgendeine Zusatzfunktion. Es Aussehen? gibt ja die Taschen, es gibt die Taschenlampe, es gibt den Laser und was das ist. Vielleicht kann man dann um die Ecke schauen mit dem. Ja, aber ich weiß es nicht. Kauf einfach mal, kostet nicht so viel. Sagt der 40 Millionen hat. Er ist zwar ein bisschen weniger geworden, ich musste ja ein wenig aufrüsten. Ja. Stealthen wir den ersten Tag? Ja, ne? Ja. Gut, lass uns anfangen. Ach so, Also dann muss ich. Profijob. Profijob erstmal stealthen, ja, ist logisch. Ja, ist ja dein Geld, Kim. Ja. Die Jonas, der Schlagstock ist richtig scheiße. Keycard brauchen wir auf jeden Ja. Fall. Brauchst du die? Ich hatte Keycard? Ja, dann kommen wir in den Security-Raum. Voll geil. Was hältst du von Kamerazugang? Ich kann dann bei den Kameras bleiben, wenn ihr es bei Stealthen wollt. Ja, habe ich schon.
Also jetzt Zugang. Schlüsselkarte noch. Oder nicht? Also ich würde die brauchen. Was? Ich würde den Security Dings wegmachen. Ja. Den Security Typen würde ich wegmachen. Wo ist sie denn? Insider Infos. Insider Hilfe. Ja, ich kann die ja nicht nehmen. Ach so, kann nur ich? Gefallen. Warte mal, warte. Ne, ich hab die jetzt. Achso, okay. Also kann sein, dass das für nur bestimmte ist oder so. Was hast du jetzt ausgewählt gehabt? Wir haben jetzt einen zusätzlichen Eingang über übers Dach. Dann haben wir Entry Point, keine Ahnung. Vom Dach wieder runter. Dann haben wir Kamerazugang und wir haben eine Schlüsselkarte und damit kommen wir in den Security Raum. Okay. Also es ist ein Gebäude mit nur einem Stockwerk und oben drauf das Dach. Wo hast du denn jetzt den Links gekauft? Kamerazugang. Oben? Links zusammen. Oben auf dem Dach links. Alles klar. Kim, bleibst du unten, dann sage ich dir gleich, wo der Security-Raum ist. Hm. Wieso hört sich springen auf Kies an, die springen auf Holz? Da musst du die Macher von Payday 2 fragen. Weil das alles Profis sind. Oh. Da ist eine ganze Menge los. Also bisher sehe ich 4 Security Raum ist ganz links. Ganz hinten durch. Oh Jonas! Mach doch nicht den Lüfter an, ey! Irgendwie die Hände. Nee, das lockt die Leute, ja. Ich markiere die mal eben. Also schon mal 2. 2, 3, 4. Boah. Ey, ich hab das nicht angemacht. Wie macht das aus? Wenn man da drunter steht. Ne, geht von alleine wieder aus. Ist ja nicht so wild. Auf jeden Fall der Typ. Okay, die Diegel ist schallgedämpft immer noch sehr laut. Das musste ich wissen. Wollen wir es trotzdem machen? Wir müssen erstmal rein, aber die Dings sind so. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte irgendwo hin. Wenn jetzt über das Dach rein, ne? Hat mal wer die Schlüsselkarte bitte? Wo ist denn die? Ja, im Klo. Hier. Ja, warte. Ja, dann komm mal schnell einmal durchgelaufen. Komplett einmal durch. Durchgelaufen. Wir müssen von oben rein, oder? Ach ja, scheiße. Ja, ihr müsst von oben rein. Da wo ich bin, hier ist dieses Ding. Und einmal hier rein. Wohin? Wir haben gar keine Saw, kriegen wir die überhaupt auf? Ne, müssen wir warten. Müssen wir warten, bis runter, bis Dings gefahren ist. Ja, aber es kann sein, dass es Waffen gibt, die sich nicht schalldämpfen lassen. Weil ich finde das schwierig, dass es bei den Schalldämpfern nicht dabei steht. Ja, finde ich auch ein bisschen schwierig. Jetzt aber auch mal die Säge einpacken können, da. Ja, die habe ich ja nicht mehr. Du hast keine Säge mehr? Scheiße, du hast keine Säge mehr. Ach, fuck. Weiß jemand, wie viele Gemälde wir es brauchten? 4? Ja. Kriegt das Geschall gedämpft für euch? Ja, schieß mal. Nee. Nicht so, aber wer. Wer legt denn bitte auch auf seine Diegel den Schalldämpfer drauf, ey?
Ja, sie macht am meisten Schaden, ja, also. Aber du brauchst doch nicht am meisten Schaden, wenn du sowieso Schall dämpfst. Natürlich. Quatsch. Weil die Gegner müssen, man muss darauf vertrauen, dass die Gegner dann auch sind, ne? Ola, what the fuck. Boah, jetzt haben wir echt... Oh, scheiße. Ich hab noch überlegt, ECM oder nicht. Jetzt haben wir alle nur ein ECM mit. Aber es hätte eh nichts gebracht, weil das mehr gewesen wären, als wir hätten beantworten. Nee, wir müssen ja nicht alle umbringen. Ich meine, ich hätte ruhig meine Arzttasche mitnehmen können. Ja, wir hätten auch alle die Dings mitnehmen können. Hier die Tasche für eine Rüstung. Nee, brauchst du extra Skill für, hat nicht jeder. Stoker. Doch. Die kriegst du mit Kraft. Obwohl, dann hatten die noch nicht. Eine Munition. Obwohl, dann können wir ruhig ein paar mehr Gemälde mitbringen, ja. Wenn wir das überleben, heißt das. 140 Sekunden, dann können wir Tag 2 auf keinen Fall sterben. Das Risiko will ich dann nicht eingehen. Ich bin gleich down. Ich muss gleich mal jemanden greifen. Hammer geil, ein Akimbo. Genau jetzt. Nice. Geht richtig schön schnell, ey. Ich oder was? Nee, nee, das Reviven. Ich glaube, ich müsste jetzt auch der schnellste von uns sein, der am schnellsten irgendeine Tasche transportieren kann. 100 Sekunden to go. Oh Scheiße, oh Scheiße. Ja, mir geht's auf jeden Fall gut. Cloaker, ich höre einen Cloaker. Ich bin down. So gar nicht. Doch. Und zwar. Na jetzt. Ja, ich hab dann immer noch, wenn ich hier nochmal 6 Sekunden ich am Leben bleibe, quasi, und dann gehe ich. Oh, ich gehe auch down. Kann mich einer holen? Ja, ich komme. Boah, Alter, wie er nicht liegen bleibt. Nice. Lass mal mehr im Security-Raum bleiben. Was bringt das? Nix. Im Security-Raum zu bleiben. Achso, ich dachte den ECM. Ja, nee, der ECM. Der bringt gar nichts. Der hält es die Gegner ab, dann kommen die nicht weiter. weil die haben Angst vor der Strahlung. Da hängt tatsächlich einer. Boah, das Nachladen dauert so lange, wenn wir nach hinten müssen. Ich mag ja Kombos, aber... Ja, wir brauchen die mit den Stickern unten rechts. Ja, auf jeden Fall essen. Welche brauchen wir? Die mit den Stickern unten rechts. Das sind aber auch die einzigen, die man nehmen kann. 4 hätten wir schon mal. What the fucking hell, Cloaker? Cloaker. Nice, dass der dich erwischt hat, nicht mich. Das war nett. So, die haben jetzt alle, ne? Nö, ein paar sind's. Holt ihr noch ein paar? Ich guck schon mal, ob frei ist zum Van. Auf gar keinen Fall.
fuck. Ich kann das gleich machen mit den Taschen. Ich dodge die Angriffe mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, wenn ich laufe. Wenn die mit dem Rücken frei halten. Scheiße, jetzt bin ich grau. Uncool. Sniper da oben. Vielleicht sollten wir doch nicht mehr warten. Jetzt hat er weggetragen. Nicht nachladen! Ach, ich trage ja noch eins, scheiße. Können wir noch anders irgendwie raus? Nee. Boah, fuck! Na, dann lass uns noch nicht warten, bis der noch vorbei ist, würde ich sagen. Ja, können wir auch. Ich höre einen Klocker. Ah. Jonas bleibt zurück. Down. Wo bist du down? Danke. Oh, von hinten. Ich muss sagen, das ist mega praktisch, dass ich ansagen kann, wenn ich ihn bin. Und mich dann sogar noch in eure Richtung bewegen kann. Ja, ist krass, das ist mir gerade auch schon aufgefallen. Wenn wir jetzt raus oder was? Naja, so langsam wird es weniger, glaube ich. Boah, ich krieg auf die Fresse, ey. Bist du grau, Kim? Schild draußen. User in your channel timed out. Und mir ist Kim weg. Scheiße. Ich geh auch gleich drauf. Ich schmeiß dir noch ein Gemälde schon mal weg. Ja, ja, das, die anderen schmeiß ich dir hoch. Okay. Kannst du den holen? Wen? Dallas. Der da liegt. Ja. Oh, fuck. Nein. Das letzte Gemälde liegt dann auf der Treppe. Musst nur noch das holen und dann haust du ab. Da auf der Treppe. Und Abmarsch. In Van schmeißen und reinsetzen. Ja. Alter Schwede, das war jetzt knapp. Ist rausgeflogen. Ja, ne? Bei mir auch. Ja, hat gerade die erste Funktion. Wir selten nicht, ne? Nee. Besteht die Möglichkeit, aber. Also. Glückssache, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau, wie das aussieht. Muni oder. Ja, Muni. User joined your channel. Da ist er wieder. Jo, weiß auch nicht, was da auch passiert ist.
Jonas, du brauchst unbedingt noch einen Anzug. Oh. Und eher ein Sturmgewehr als ein Sniper. Pass auf. Die Gemälde, die wir jetzt gerade gestohlen haben, die übergeben wir jetzt jemanden. Und da besteht die Möglichkeit, dass wir in Hinterhalt geführt wurden. Und jetzt die Bullen gleich kommen. Sollte das der Fall sein, müssen wir die Gemälde einmal über die Map tragen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, tragen wir sie trotzdem rüber, aber ohne Polizei. Geht's los, Kim? Ja, warte mal kurz. Medikit. Ja, Medikit. Weißt du, hast du irgendwas anderes geskillt? Sentry Gun oder so? Ja. C4? Ja, First Aid. Nee. Ah, First Aid ist auch gut. Kim, weißt du, nach welchen Kriterien hier gelost wird, ob es ein Assault gibt oder nicht? Ich hab mal gehört, das ist Zufall, aber... Weiß ich nicht genau. Ja, denke ich eigentlich auch. Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich danach, ob man das davor laut gemacht hat. Aber mir ist schon lange nicht mehr passiert, dass es ein Assault gab. Bei mir war letztens, ich hatte gestealth, den ersten, und dann kam auch im zweiten nichts. Ja. Ich glaube auch, dass wir gleich eine Assault bauen. Das wäre ganz schön, wenn es dafür irgendein Kriterium geben würde. Das ist mal so eine Glückssache. Ja, ich würd sagen, dass wenn man stealtht, der zweite auch stealtht. Also stealtht ist. Ja, ich meine, woher sollten die Cops dann davon wissen, ne? Ja, ein Helikopter kommt. Now we wait. Remember, we get a bag of cash for every painting we throw into the chopper. All we need to do is be patient and lucky. Was hast du denn für eine komische Maske auf, ey? Du hast voll die grünen Augen. Okay, throw me the paintings and you'll get your money. Thanks. Here's your cash. Great! Money's coming down! Great! Money coming down! Nicht das Geld hochschmeißen, ne? Ja, ist ein Hinterhalt. Würde mich wundern, wenn nicht. Hier ist keiner. Ist einer. Jetzt. Da haben wir jetzt nur 3 oder 4 Gemälde? Ne, 4 haben wir. Ja. Ja, im Prinzip müssen wir jetzt nicht weit, also. Einmal durch die Halle und fertig. Was mit der einen Tasche? Ja, kümmere ich mich drum. Komm gleich wieder. Nimm die eine, ich hol die andere hier. Warum muss das demotivierend sein für die Cops, wa? Da kriegen die schon mit, dass hier ein Hinterhalt war. Gehen mit 150 Mann dahin. Und kriegen es trotzdem nicht geschissen, uns aufzuhalten. Hammer. Das war Tag 2. Oh, jetzt nicht so. Ja, wenn du halt 8 Taschen hast und dann hinterhalten, dann ist natürlich. Dann ist es ärgerlicher, ja. Ja, also stealthen kann ich den dritten Tag jetzt nicht. Habe ich so jetzt noch nie ausprobiert, oder? Ist mir noch nie gelungen, besser gesagt. Doch, nicht schon, aber... Wäre mir jetzt auf Pro ein bisschen... riskant, was meinst du? Willst du probieren, oder nicht? Ja,
Machen wir so, dann passt das. Diesmal mit der Sniper? Ne, ist ein Häuserkampf. Ist eigentlich nur im Haus drin. Eine Schrotflinte würde sich anbieten, ich glaube, ich nehme eine Schrotze mit. Habt ihr schon gesehen, man kann jetzt das Fadenkreuz verändern. Das kann man schon ewig. Ja? Ja. Auch mit Farbe und welche Form das hat? Ja. Die habe ich vorher nie gesehen. Das ist, weil das nur so ein winziger Button unten rechts ist. Fadenkreuz verändern oder so. Ja, warte mal. Wollen wir noch irgendwas mitnehmen hier? Nö, brauchen wir eigentlich nicht. Aufklärer würde echt wenig Sinn ergeben. Ja, ich dachte jetzt eher so an eine Munitionstasche oder Arzttasche. Nee, die liegen ja immer alle oben. Bei der Kamera-Hack. Und da gehen, wir im besten Fall gar nicht mehr hin. Naja, gut dann. Go. Es gibt da drei Möglichkeiten, ne? Für den Security-Raum. Ich such mal fix eine Keycard. In der Küche liegt eine. Küche Keycard. Da. Ist ja ärgerlich. Küche ist ein unter. Hier ist auch eine Dings. Hab sie. Wo muss ich? Ja, mach mal in dem. Probier in dem aus. Drill setzen. Hier bei mir. Nee, ist nicht. Scheiße. Bleibt mal ihr beide hier, ich sichere oben den ab. Oh, hier ist der Tresor. Jetzt bleibst du ja doch nicht hier. Bleibt da niemand hier. Dann bleib ich halt hier. Mach oben den. Ja, mussten aufpassen, weil die rechts vom Fenster reinschießen können. Von der gegenüberliegenden Seite. Was hab ich denn jetzt für einen Auftrag bekommen? Achievement. Ja. Ach, scheiß 720 Pixel. Kopfhörer, Räuber, erstmal googeln. Locker. Er ist über mich drüber gesprungen. Lol. Jetzt ist er getasert. Ja, los. What the fuck? Ja, ich muss direkt nachladen, ey. Ja, jetzt seid ihr alle hier unten, oder was? Ja, du hast Scheiße gesagt, dann bin ich runtergekommen. Ja. Was denn? Ich muss nur nachladen. Ich muss dann auch. Wir müssen uns nachher sowieso wieder aufteilen, wenn wir den Strom abstellen wollen. Oh, Alter, voller Aufzug, voller Cops, ey. Hammer geil. Sekunden bei mir. Bei uns sind es nur 40. Ich höre einen Cloaker, weiß aber nicht wo. Könnte auch oben bei euch sein.
Alter. Ich sehe nicht hier, hä? Okay, ich muss einfach was essen. Eddie, ist bei euch oben auch irgendwas? Ja, ein bisschen. Ey, die knallen mich hier so zu mit Smokebombs. Oh, sorry, sorry. Hast du da gerade deine Granaten noch hier geworfen? Nein, ich hab auch hast du gerade deine Granaten noch hier geworfen? War meine Frage. Achso, Jonas, ich sollte dich noch schön grüßen und sagen, dass gestern ein sehr guter Abend war. Ich hab's zwar nicht verstanden, aber. Sag danke. Ich sollte dich noch schön grüßen. Ah, okay. Und dir sagt, es ist ein sehr schöner Abend gestern. Ja, fand ich auch. Und schöne Grüße zurück. Okay, bei mir und Jonas ist auch nur eine Abstellkammer. Come on! Ja, ist bei mir. Ihr werdet nie erraten, wo ich... Hat schon jemand Stromkästen von euch entdeckt? Hier ist ein Taser. Da. Wo sind... Oh, die sind nicht echt oben auf dem Dach, oder? Ich hasse es, wenn die auf dem Dach sind. Wer denn? Die Stromkästen, die wollen jetzt die ganze Zeit uns den Strom wegmachen. Da ist oben. Okay, dann geht ihr hoch. Bleibst du oben, Kim? Ja, ich bleib oben. Hol dir mal den Dallas ran. Ja, okay, dann komm ich hier mit. Jonas, geh du mal beim Links rein. In den Serverraum. Was? In den Serverraum. Da wo jetzt. Hier Ding ins Tank. Hier war auf der Treppe. Kommt grad nicht runter. Ja, den ficken wir weg jetzt. Bin down. Gott, Hilfe? What the fuck? Double hinter mir. Oh fuck. Ja, hol mich. Dann kann ich Jonas holen. Boah, ist das gerade krass hier. Ich sehe nix. Ich hol Jonas. Dankeschön. Oh fuck, jetzt komm ich hier nicht weg. Oh, ein Paket. Leben die Bulldozers immer noch? Einer maximal, aber. Alter, was ist denn das, ey? Ja, Jonas kann sich ruhig einmal verarzen. Eigentlich haben wir genug. Okay. Bleib am Dingsraum. Okay, mehrere Taser draußen. Komm mal kurz raus. Okay, bleib im Serverraum, ich mach den Strom wieder an. Achtung, da ist ein Loch, Tank. Wo, markier ihn. Down. Lol. Das. Der ist geil geflogen, ne? Der ist echt gut geflogen. Okay, reanimier den PC. Reanimier den PC. Ja, er muss leben. Das Beste an Akimbo ist, man braucht wirklich ein Munipack. Bin down. Ja, ich hol dich. Hast du dich schon verarztet gehabt?
Ja. Watch that. Mach. Keep that new seed alive, and I'll start getting you away out of there. Get off the ground! Look for a circuit breaker to get the power back up. Machst du? Ist. Ich find's so geil, wie der Bane einfach nur am Stöhnen ist. Na du Fick-Cloaker? Na du Wichser? Weiter wie. Ja, ja, ich hab reanimiert. Ja, stand direkt ein Cloaker, der hält ein bisschen mehr aus, das war ein bisschen scheiße. Wie lange braucht der PC noch? Der braucht noch 310. Alter! Wir sitzen hier noch eine halbe Ewigkeit. Nee, es sind eigentlich schon alle 400 Sekunden vergangen, aber. Okay, Jonas bleibt defensiv da sitzen einfach. Ja, wow. Ich hab auch ein paar Muni. Wie legt ihr Muni? Ah, ich will es nicht verschwenden. Verschwenden ist das nicht, wir müssen eh mal wieder zurück zu diesem Raum. LOL. Hier steht niemand bei mir und der Strom ist ausgegangen. Ich glaube, die buggen sich hier durch die Wand. What the fuck? Schon wieder. Also irgendwas ist hier mega krass am rumlegen. Der Dallas, der lief vorhin auch noch eine halbe Stunde rum. Bevor er dann mal umgefallen ist. Alter! Was ist los? Oh mein Gott, sie hätten fast den Strom ausgeschaltet. Noch 200 Sekunden. Schon wieder. Moment. Alter, was hier gerade ein Ansturm kommt, ey, das ist doch nicht normal. Ich brauche eine Schrotflinte mit mehr Magazin hier. Haha, Kim, dein Punkt. Ja, mein Joker. Der ist einfach an mir vorbeigelaufen. So, jetzt sag mir bitte, dass nur noch 30 Sekunden sind. 150. Ey, wollte mir sagen, es sind 30. Ich glaube, die bangen sich bei mir alle drauf mal aus der kleinen Terrasse fest. Noch 120. Einer von euch kann sich mal den Dallas zu sich rufen. Ich habe mir einen kleinen Freund geholt. Ja, also den Raum zu verteidigen, das geht eigentlich relativ einfach.
Frage. Ich hole ihn zu mir. Der sollte eigentlich hoch, überhaupt hier oben sein. Ich weiß nicht, wann der Leute ist. Noch 100. Boah, Ziel mit Akimbo. Sehr gesundheitlich. Achso, Akimbo dann als Hauptwaffe habe ich gesehen, ne? Ja. Geht glaube ich auch gar nicht als Secondary. Alter! Wo geht die denn her jetzt? Nicht down gehen, nicht down gehen. Ich hab keinen Freund mehr. Okay. Warte, ich komm. Hier wird schon aufgeholfen. Alter, die Gegner rücken schon weit weg mit Akimbo. Da freut er sich. Ja, das Nachladen könnte so schneller gehen, das ist passieren. Weil er immer zwei im Nachladen ist. Ah, Akimbo halt, ne? Ach, ich finde, die Leichen könnten noch ein bisschen länger liegen bleiben hier. Noch 30 Sekunden. Nice! Alter! Da war keiner dran! Wird von mir gleich. Entweder oben oder vorne im Linksraum, also. Oh. Hast du mich erschreckt? Ich dachte, das ist der Gegner im Tempel oder so. Ja, ist oben. Oben. Müssen wir irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Nee. Wir hinterlassen einfach dieses schöne Apartment mit so knapp 200, 300 Leichen. Und wir hauen einfach mal ab. Jawohl, 114 Kills habe ich gemacht. 92er Präzision. Oh, ja. Ich habe eine von 24. Lass das mal durchlaufen, ich will sehen, wie viele Punkte ich immer habe. Ach so, ja, das weiß ich doch nicht. Hi, Zehner.